Moin Leute, so der Plan heute ist erstmal hier diese ganzen Hecken und Bäume hier wegzunehmen, dass mal hier wieder ein bisschen Platz wird, dass alles auch sauber ist. Das werden wir auch komplett mit Wurzeln rausreißen, dass hier wieder Rasen gesät werden kann. So, wie ihr sehen könnt, habe ich schon alles hier ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen sauber gemacht. Jetzt habe ich hier den ersten kleineren Stamm schon mal angefangen mit einer kleinen Kettenwinde hier rauszuziehen. Dazu habe ich dann hier vorne einen alten Apfelbaum als Ankerpunkt gesetzt. Und so ziehe ich nach und nach hier alles, was an der Seite so ist, komplett raus. Und dann machen wir das hier schön sauber. So, den größten habe ich jetzt erstmal so weit raus. War natürlich hier schön auch unter die Mauer ein bisschen gewachsen. Aber mit so einem großen Kettenzug ist das denn kein großes Problem. Das funktioniert ziemlich gut. Und gerade auch wenn die halt so mega verwachsen sind hier an den Kanten immer. Aber das ist immer eine Möglichkeit, weil hier kommt man nicht weiter irgendwo reingefahren. Und mit dem kleinen Trecker kann ich mein Material hier in den Garten bringen. Und mit den Kettenzügen kann ich dann ohne große Grasnarbenschäden hier die Bäume mit Sanft stumpf aus der Erde rausziehen. So, für heute sind wir hiermit auch soweit noch durch. Jetzt sind hier die Stümpfe großen Teils raus. Außer hier hinten noch vom Lebensbaum. Und alles, was hier hinter den Schuppen steht noch. Aber das kriegen wir dann das nächste Mal mit fertig. Hier werde ich dann nochmal mit dem tiefen Haken einmal richtig durchziehen, dass alles, was doch in der Erde ist, mit rauskommt. Auch gerade Steine und sowas. Und dann kann man das fräsen und dann wird hier Frühjahr ein bisschen Rasen eingesät.